Ja, wie passt das eigentlich zusammen? Wir haben auf der einen Seite einen Crash bei Kryptowährungen, kann man sagen. Bitcoin hat sich jetzt halbiert seit April. Das kann man als Crash bezeichnen. Natürlich gab es vorher diese massive Aufwärtsbewegung, aber es ist eben viel schon rausgepreist worden. Und andererseits haben wir die Aktienmärkte, die fast auf Allzeithoch handeln oder auf Allzeithoch handeln. Wie passt das zusammen? Denn normalerweise sind sowohl Kryptowährungen als Aktien in einem Zusammenhang stehen, denn beide profitieren ja von der exzessiven Liquidität der Notenbanken. Wir konnten lange Zeit beobachten, dass S&P 500 und Bitcoin relativ parallel liefen. Und wenn wir uns hier folgenden Chart mal anschauen von Michael Silver, dann sehen wir oben den S&P 500 und unten Bitcoin. Diese Korrelation ist schon auffällig lange Zeit, die galt bis April. Dann war bei Bitcoin das Hoch erreicht, knapp unter $65.000, und es ging nach unten. Beim S&P 500 ging es bei dieser ersten Korrektur von Bitcoin auch nach unten, und zwar mit einer Verzögerung von 5 bis 7 Tagen. Normalerweise, das hat Michael Silver hier eingezeichnet in diese Charts. Also es gibt da diesen Zusammenhang, aber jetzt gehen die Aktienmärkte weiter nach oben, während Bitcoin und der andere Kryptowährungen richtige Schwierigkeiten haben. Hat ein Markt Recht, der andere Unrecht? Was passiert da? Was ist da zu konstatieren? Das will ich in diesem Video kurz mal thematisieren. Wir hatten gestern ja zunächst mal hoffnungsvolle Nachrichten. MicroStrategy, diese Firma, kauft oder plant, für weitere $400 Millionen Bitcoin zu kaufen, begibt dafür eine Anleihe, also leiht sich das Geld Pump auf Pump, könnte man sagen, will man hier Bitcoin kaufen. Das war positiv für Bitcoin, und negativ für Bitcoin waren die Aussagen von Sid Donald, der gesagt hat, das ist ein Scam oder sieht so aus wie ein Scam. Er möchte, dass der Dollar die Leitwährung bleibt und nicht etwas anderes wie Bitcoin. Das hat ein bisschen belastet. Dann aber weitere Rückschläge für Bitcoin und Co. durch die Aussagen des Sprechers, des sicherheitspolitischen Sprechers von Joe Biden, der gesagt hat, dass Joe Biden, also der US-Präsident, die Rolle von Kryptowährungen und insbesondere von Bitcoin bei digitalen Erpressungsversuchen, Ransomware-Attacks, bei der G7-Konferenz, bei der anstehenden G7-Konferenz thematisieren will. Also das ist die direkte Drohung, ja. Kryptowährungen wie Bitcoin werden eingesetzt bei solchen Erpressungsversuchen. Dementsprechend müsse man dagegen agieren. Das bedeutet, dass faktisch hier wahrscheinlich stärkere Regulierungen am Start sein werden, dass die Dinge vielleicht ein bisschen schwieriger werden für die Kryptowährungen. Jetzt gab es ja diesen Fall dieser Colonial Pipeline, jene Attacke auf die Infrastruktur, auf die IT-Struktur dieser Pipeline, die ja so wichtig ist, weil sie komplett im Prinzip das südöstliche, die südöstliche USA mit Benzin, Gas etc. versorgt. Und jetzt hat man offenkundig seitens der US-Behörden einen Teil dieser Hackerangriffs offenlegen können, hat sich ein Teil des Erpressungslösegelds gesichert. Man hatte also offenkundig einen Schlüssel zu der Wallet, man hat das Passwort bekommen. 2,3 Millionen dieses Erpressungsgeldes, dieses Lösegeldes konnte man sicherstellen. Hier hat also das FBI offenkundig einen Erfolg erzielt. Wie ist man an diese Daten gekommen? Das ist die große Frage. Also wie hat man es geschafft? Das scheint im nördlichen Kalifornien gewesen zu sein, und diese Frage stellt sich auch Chris Bing hier. Wie hat man den privaten Schlüssel für das Bitcoin-Wallet von DarkSide bekommen können? Also das ist so einer der Themen, die sicherlich jetzt in den nächsten Tagen relevant sein werden. Im nördlichen Kalifornien soll das hier, wie gesagt, verankert sein, oder soll dieser Angriff erfolgt sein. Das wird jetzt eine heiße Diskussion in den USA, aber es bedeutet, dass natürlich das jetzt näher kommt, was meine These schon immer war, dass die großen Nationen und vor allem die USA mit ihrer Reservewährung der Welt, mit dem Dollar, das nicht zulassen werden, dass Bitcoin und Konsorten immer größer werden. Irgendwann müssen sie einschreiten. Jetzt tun sie es. Jetzt feiern die Fans von Bitcoin, dass El Salvador Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Hurra! Aber das ist natürlich auf Deutsch gesagt ein Fliegenschiss im Vergleich zu den Amerikanern. Relevant ist das, was die Amerikaner machen, nicht was El Salvador macht. Und das sieht jetzt eher so aus, als würde das Leben für die Kryptowährungen hier schwieriger. Jetzt ist pikant, dass
Wie Berichte jetzt zeigen, Tim Wu, der ein bekannter Kritiker, fungiert als Berater der US-Regierung, der ein sehr expliziter Kritiker der Dominanz der Tech-Firmen ist, also Google, Amazon etc., da sieht er die Dinge kritisch, dieser Tim Wu, aber er hält mehr als $1 Million in Bitcoin. So ist jetzt bekannt geworden, vielleicht ist das ja jetzt etwas weniger wert, nachdem Bitcoin und Konsorten doch deutlich unter Druck gekommen sind. Und das könnte sich noch fortsetzen. Hier ein Chart von Julian Bridgen, der sagt, also wenn wir uns das mal leidenschaftslos betrachten, dann haben wir hier so eine Wedge, also praktisch so eine Zuspitzung. Hier scheint jetzt dieser Bruch nach unten erfolgt zu sein. Das optimale, das ideale Ziel wären dann um und bei $23.000, so Julian Bridgen. Mal sehen, ob es so weit kommt. Aber jedenfalls ist Bitcoin gar keine Frage charttechnisch angeschlagen. Das gilt auch für die anderen Kryptowährungen. Also mal gucken, wie Bitcoin heute laufen wird. Die Aktienmärkte dagegen kümmern sich nicht darum. Wie gesagt, es gab und lange Zeit diese Korrelation Aktien, Kryptowährungen, macht logisch auch Sinn. Beide profitieren von der Liquidität, die alle Boote gleichzeitig hebt, so eben Aktien und Kryptowährungen und Immobilienpreise etc. etc. Gestern die Aktienmärkte gemischt, der Dow Jones etwas schwächer. Stark dagegen die Small Caps durch AMC und die GameStop, der Nasdaq sehr ordentlich. Wir haben vor allem im Biotech-Sektor große Gewinne gesehen, nach der Zulassung des Alzheimer-Medikaments für Biotech, die Firma Biotech. Und sehen aber, und das ist interessant, dass gestern die defensiven Sektoren am stärksten waren. Real Estate, also Immobilien, dann Healthcare, Utilities, also Gesundheitssektor, Utilities, Versorger, Consumer Discretionary, das sind eigentlich eher defensive Sektoren, die gestern am stärksten waren. Das ist schon auffällig, finde ich merkwürdig, während Financials, Industrials und Materials, also diese Reopening-Story-Gewinner, letztendlich jetzt auf der Verliererseite waren. Also, was ist da los? Ist da diese Reopening-Story ein bisschen angekratzt oder was passiert da gerade? Hier sehen wir den S&P 500, jetzt kurz vor seinem Allzeithoch. Noch aber sind wir in dieser Box, da sind wir noch nicht rausgekommen. Könnten aber jetzt heute vielleicht dieses Allzeithoch machen. Michael Guyett warnt ein bisschen und sagt, Leute, ihr merkt gar nicht, wie verwundbar Aktien derzeit sind, denn wir haben das Put-Call-Ratio in der Nähe von historischen Tiefs. Also kaum jemand ist abgesichert mit Puts. Wir haben den Margin Debt, also die Hebelung, wenn man so will, auf Allzeithoch. Und jeder ist ängstlich, irgendwo short zu gehen, weil man dann gesqueezed wird, wie bei AMC oder eben GameStop. Also das ist natürlich schon eine warnende Stimme in einem sonst sehr bullischen Chor, auch auf meine Videos. Heißt es dann immer wieder, Leute, geht loggen, das ist doch hier Free Lunch, das ist doch geschenkt von den Notenbanken. Und in der Tat, das war ja so. Wir sind ja raufgegangen, raufgegangen, raufgegangen. Aber solche Formen eines risikolosen Handels gab es zuletzt im Bewusstsein im Jahr 1929 oder auch im Jahr 1999, 2000, als alles nur gut gehen konnte. Diesmal ist sozusagen das Mantra, die Notenbanken werden uns sowieso retten, was soll schief gehen, aber es kann doch etwas schief gehen, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Hier sehen wir mal die Jahre 1993 bis 1999, da sind auch die Earnings per Share Forecasts, also die Gewinn pro Aktie Erwartungen, sind deutlich gestiegen, aber viel deutlicher sind die Kurse damals gestiegen, nämlich um 69% schneller. Wenn wir uns das jetzt mit heute mal vergleichen, 2014 bis eben heute oder bis März 2021, dann haben wir auch einen steilen Anstieg der EPS Forecast, also der Gewinnerwartungen der Unternehmen, aber die Preise sind um 70% schneller gestiegen. Gut, diesmal haben wir sozusagen die volle Breitseite der Notenbanken hinter uns, das hat da natürlich geholfen. Die bullische Sicht hat JP Morgan jetzt verkündet. Ja, wahrscheinlich ist die nächste Welle nach oben jetzt vor uns, so JP Morgan, nach der Seitwärtsbewegung. Und in der Tat, wir haben ja vorhin auch in diesem Chart gesehen, das ist eine Seitwärtsbewegung, jetzt mit positivem Grundton, aber wir haben bei den US-Indizes keine neuen Allzeithochs gemacht. All das unter dünnsten Volumen, auch gestern wieder, das ist ja kaum
mehr zu messen, was da an geringen Umsätzen ist. Kein Zufall, dass dann meistens solche Werte wie AMC und GameStop anspringen. Also diese Nebenwerte, da findet dann die Party sozusagen am Nebenschauplatz statt, könnte man sagen. Jedenfalls JP Morgan sagt, also das sieht so aus, als könnte jetzt sozusagen der nächste Schritt nach oben kommen für die Aktienmärkte, weil die Wirtschaft eben weiter übertrennt wachsen würde. Und man hat hier eine Umfrage gestartet. Und die meisten erwarten einen S&P-Stand zwischen 4.200 und 4.400, also jetzt in der Zone, wo wir jetzt sind, oder ein bisschen höher. Manche sagen 4.400 bis 4.600, immerhin 31%. Und 13% sagen, wir könnten unter 4.000 landen, 12% 4.000 bis 4.200 Punkte. Also man ist da generell optimistisch gestimmt, die Wirtschaft läuft gut und vor allem jetzt scheint Folgendes zu passieren, wir haben jetzt irgendwie diese Inflationssorgen sind so ein bisschen abgeebbt, wir sehen, dass die Renditen für US-Staatsanleihen wieder auf dem Rückmarsch sind, wir haben jetzt, naja, irgendwie gemischte Daten, alles ein bisschen noisy, wie es hier in einem Artikel auf Yahoo Finance heißt. Aber nach wie vor haben wir natürlich steigende Rohstoffpreise, die jetzt allerdings ein bisschen zurückgekommen sind, aber nicht wirklich. Wir haben steigende Arbeitskosten oder steigende Labor Costs und wir haben vor allem steigende Mieten. Das ist einer der großen Faktoren. Aber jedenfalls sehen wir, dass in den letzten Wochen jene Aktien besonders gut laufen oder gelaufen sind, die eigentlich wenig Preissetzungsmacht haben, die also nicht in der Lage sind, bei einem inflationären Umfeld so einfach die Preise anzuheben, weil die Konkurrenz groß ist, weil eben das nicht durchzusetzen ist am Markt. Die haben sich also deutlich besser entwickelt mit 7% plus gegenüber 3% plus beim Gesamtmarkt. Das ist schon auffällig. Und hier sehen wir mal die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Der Bondmarkt, so sagt das Fundstrat, scheint also hier so ein bisschen diese Inflationssorgen abzuschütteln und zu sagen, naja, das ist vielleicht doch vorübergehend, also transitory, gell, wie die Notenbanken sagen, alles nur vorübergehend, vorübergehend, vorübergehend. Die Anleihenmärkte preisen das jetzt ein offenkundig oder sind die so manipuliert durch die Notenbanken, dass die sowieso gar nichts mehr einpreisen, weil die schon hirntot sind? Das ist die große Frage. Wir sehen jedenfalls Stress nach wie vor am Repo-Markt. Wir hatten gestern neue Allzeithochs bei den Reverse Repo Usages, also bei praktisch dem, was die Banken, die US-Banken bei der Fed an Geld parken, an überschüssiger Liquidität parken. Das ist jetzt schon ziemlich auffällig, was da abgeht. Eine Glut, also eine Flut an Liquidität ist hier zu konstatieren. Und abschließend noch interessanterweise jetzt, was das Wall Street Journal hier bringt. Im Mai 2020 gab es einen Bericht des US-Geheimdienstes, der gesagt hat, ein Unfall des Wuhan Labs sei durchaus wahrscheinlich, nicht sicher, aber durchaus wahrscheinlich. Wir wissen ja, dass das Ganze dann im Nachhinein oder später dann als Verschwörungstheorie dargestellt wurde. Jetzt rudert man so langsam zurück. Auch Joe Biden hat ja jetzt gesagt, das, lass uns das mal untersuchen. Warum tut er das jetzt? Ist da ein Interesse da, vielleicht China so ein bisschen knapp zu halten, China unten zu halten, dass jetzt auch Joe Biden sich offener zeigt für diese These? Es ist nach wie vor eine These, aber es ist natürlich schon eine gewisse Plausibilität, dass in einem Ort, wo man an Coronaviren forscht, dann dieses Coronavirus ausbricht. Das hat natürlich zunächst mal eine gewisse Plausibilität, ist kein Beweis, aber es ist schon auffällig. Jedenfalls scheint diese ganze Geschichte jetzt mehr und mehr aufzukochen. China überlegt jetzt oder plant offenkundig Gegenmaßnahmen gegen die US-Sanktionen und insgesamt wäre es ja so, wenn sich jetzt rausstellen würde, es wird wahrscheinlich nie wirklich bewiesen werden, aber wenn die Evidenz so extrem groß ist, dass das Ganze durch einen Unfall am Wuhan Lab entstanden ist, französische Forscher waren ja kurz vor Ausbruch dieser Corona-Geschichte in Wuhan und haben gesagt, die Sicherheitsmaßnahmen, die da in diesem Labor sind, die sind absolut katastrophal schlecht. Also wenn sich das herausstellen würde, dann würde das natürlich eine ziemliche Eskalation geben. Wahrscheinlich dann würden natürlich Schadensersatzforderungen auf China niederprasseln. Deswegen wird China alles tun, um diese These, um diese Hypothese zu widerlegen, alles dagegen einsetzen, was man hat, denn das wäre in der Tat für das Reich der Mitte ziemlich katastrophal und dürfte das weltpolitische Klima nicht gerade verbessern. Also, wir sehen jetzt bei den Aktien
Insgesamt so unter dünnsten Volumen eine freundliche Stimmung. Wir sehen aber, dass die defensiven Sektoren oben sind. Das ist normal nicht so ein gutes Zeichen. Normalerweise müssten die dynamischen Sektoren, die Wachstumssektoren wie Tech, wie Materials, wie Industrials, die müssten oben stehen eigentlich. Wenn das ein Trend wird, wird es wirklich ein bisschen bedenklich. Wenn das nur ein einmaliges Ereignis war jetzt, dass wir sehen, dass also die defensiven Sektoren vorne sind, dann kann man das vielleicht vernachlässigen. Aber wir sehen vor allem, dass die Kryptos unter Druck sind. Und viele sind ja gehebelt in Kryptos, auch eben Firmen, die an der Börse notiert sind, wie MicroStrategy. Das könnte noch eine richtig interessante Geschichte werden. Kann es weiter so gehen, dass die Kryptowährungen crashen oder unter Druck sind, während die Aktien weiter hausieren? Ich glaube nicht, dass das lange gut gehen kann. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen herrlichen Dienstag und sage Servus und Ciao.